Weiter geht's mit Halo 4. Moschen, Erzeuger. Okay. Es ist noch nicht vorbei. Oh cool, das ist so ein Jäger, hä? Schiff des Didaktikers noch 200 Kilometer entfernt. Sobald wir an Bord sind, suchen wir die Brücke. Er wird wieder sprengen. Unsere Schilde sind nicht für den Hyperraum ausgelegt. Nein, aber die des Didaktikers schon. Rumpf des Broadswords stabil. Wir sind sicher, solange wir uns unter den Schilden des Didaktikers aufhalten. Wo ist der Erzeuger? Ganz in der Nähe. Ich sollte uns zu ihm führen können. Du wurdest nicht erzeugt. Eine solche Immunität sollte unmöglich sein. Wir haben seine Übertragungen zurückverfolgt. Er ist beim Erzeuger. Wir können beide auf einmal ausschalten. Oh, also ich explodiere direkt, okay. Ach, schade, ich dachte, ich mache das jetzt hier First Try. Angeber mal. Rumpf des Broadswords stabil. Wir sind sicher, solange wir uns unter den Schilden des Didaktikers aufhalten. Wo ist der Erzeuger? Ganz in der Nähe. Ich sollte uns zu ihm führen können. Du wurdest nicht erzeugt. Eine solche Immunität sollte unmöglich sein. Hä? Das war doch vorhin noch nicht so. Rumpf des Broadswords stabil. Wir sind sicher, solange wir uns unter den Schilden des Didaktikers aufhalten. Wo ist der Erzeuger? Ganz in der Nähe. Ich sollte uns... Warum muss das denn immer so nämlich am Schluss sein? Warum? Rumpf des Broadswords stabil. Wir sind sicher, solange wir uns unter den Schilden des Didaktikers aufhalten. Wo ist der Erzeuger? Ganz in der Nähe. Ich sollte uns zu ihm führen können. Du wurdest nicht erzeugt. Eine solche Immunität sollte unmöglich sein. Ich habe seine Übertragungen zurückverfolgt. Er ist beim Erzeuger. Wir können beide auf einmal ausschalten. Alter, was ist das denn hier? Ist das schäbig? Ich weiß schon, warum das der schlechteste Titel von Halo ist. Wahrscheinlich ist der nächste Teil noch schlechter. Rumpf des Broadswords stabil. Wir sind sicher, solange wir uns unter den Schilden des Didaktikers aufhalten. Wo ist der Erzeuger? Ganz in der Nähe. Ich sollte uns zu ihm führen können. Du wurdest nicht erzeugt. Eine solche Immunität sollte unmöglich sein. Ich habe seine Übertragungen zurückverfolgt. Er ist beim Erzeuger. Wir können beide auf einmal ausschalten. Ah, geht doch. Schwankungen in der Cherenkov-Strahlung. Wir fallen auf den Hyperraum. Bei der Geschwindigkeit sind die feindlichen Streitkräfte in 4 Minuten bei der Erde. Der St-
Team an UNSC Infinity. Captain Del Rio, hören Sie mich. Chief Lasky hier. Sind Sie das? Bestätige, Sir. Wo ist der Captain? Die Führung war nicht gerade erfreut, dass er Sie auf Requiem Sol gelassen hat. Sie müssen sich mit mir begnügen. Schwankungen in der Cherenkov-Strahlung. Wir fallen auf den Hyperraum. Bei der Geschwindigkeit sind die feindlichen Streitkräfte in 4 Minuten bei der Erde. Nähern Sie sich dem Luftfederschiff. UNSC Infinity. Captain Del Rio, hören Sie mich. Chief Lasky hier. Sind Sie das? Jawohl, Sir. Das ist der Captain. Die Führung war nicht gerade erfreut, dass er Sie auf Requiem zurückgelassen hat. Sie müssen sich mit mir begnügen. Der Didaktiker hat den Erzeuger. Wir sind in einer Broadsword und haben einen Havoc-Sprengkopf zum Abwurf an Bord. Hätten wir mal auf wen das Leben nicht ein wenig leichter machen können. Alle Schiffe zum Angriff bereit machen. Oh Mann, ey. Ich bin gegen die Kanone geflogen. Hätten wir mal auf wen das Leben nicht ein wenig leichter machen können. Alle Schiffe zum Angriff bereit machen. Ist das Ding vor mir zugegangen? Spielen macht Spaß. Schauen wir mal, ob wir Ihnen das Leben nicht ein wenig leichter machen können. Alle Schiffe zum Angriff bereit machen. Schon wieder hier, ey. Also ich darf gar nicht da drauf schießen, dann ging das zu. Habt ihr das gesehen? Orbitalverteidigungskommando, hier Flottenkommando. Feinde im Anflug. Alarmstufe rot. Die Orbitalverteidigung der Erde. Machtgeschütze zeigen keine Wirkung gegen das feindliche Schiff. Es nähert sich weiter. Infinity am Flottenkommando. Kampfgruppe beim Schiff des Didaktikers. Alter, ist das behindert. Wie kann man sich denn sowas als Endgame aussuchen? Orbitalverteidigungskommando, hier Flottenkommando, Feinde im Anflug. Ich meine, es hat was. Irgendwo, aber es ist halt total schäbig. Weiter aufs Ziel zu. Weiter aufs Ziel zu. Weiter aufs Ziel zu. Da ist er. Halt. Infinity, der Didaktiker hat uns den Zugang zum Erzeuger versperrt. Wir könnten ein Loch in den Schiffsraum schießen, aber mit der ganzen Flugabwehr kann ich auf Infinity nicht zielen. Wir kümmern uns um die Geschütze. Ja.
Quarks, Banken, Reifeisen, Explosionen. Oh Gott. Dieses Handling. Und dann noch Third Person. Wie soll man denn dann gucken, ob man irgendwas dran ist oder nicht? Infinity, der Didaktiker hat uns den Zugang zum Erzeuger versperrt. Wir könnten ein Loch in den Schiffsraum schießen, aber mit der ganzen Flugabwehr kann die Infinity nicht zielen. Wir kümmern uns um die Geschütze. Es funktioniert schief. Räumen Sie den Weg frei und die Infinity kann Ihnen ein großes Loch stanzen. Weil die Kanone sich zu mir gedreht hat, bin ich explodiert. Da ist er! Nein, halt! Infinity, der Didaktiker. Wir könnten ein Loch in den Schiffsraum schießen, aber mit der ganzen Flugabwehr kann die Infinity nicht zielen. Wir kümmern uns um die Geschütze. Es funktioniert schief. Räumen Sie den Weg frei und die Infinity kann Ihnen ein großes Loch stanzen. Zwei Kanonen neutralisiert. Noch zwei. Noch eine Kanone. Verstanden, Cortana. Geschützmannschaften bereit machen für Breitseite. Wir wollten den Chief in das Schiff bringen und ich werde den Mann nicht hängen lassen. Dann brennt das Loch. Los! Das war das Letzte. Alles klar, Infinity. Verstanden, Chief. Sie halten besser Abstand. Hauptgeschütze, Feuer! Treffer. Wir begeben uns hinein. Verstanden. Wir sind in Bereitschaft, falls Sie uns brauchen. Und grüßen Sie den Didaktiker von uns. Infinity Ende. Und was machen wir jetzt? Das ist alles, ne? Plan B. Das ist aber nur der Spreng... Das ist aber nur der Zünder, oder? Den er rausgenommen hat. Ob bis zur Bahre. Chief, ich weiß, ich sollte wissen, was jetzt zu tun ist, aber... Wir werden den Sprengkopf per Hand anbringen müssen. Wie und wo. Ich weiß immer, was zu tun ist. Ich weiß immer, was zu tun ist. Scan weiter nach dem Erzeuger. Wir lassen uns. Alter, was war das denn für ein Piepen? Schon wieder. Wenn dich schon Vernunft nicht aufzuhalten vermag, dann wird dich rohe Gewalt wenigstens verlangsamen. Rohe Gewalt, du mal durch die Gegend, du Lappen. Doch noch zu etwas. Ich habe eine Energiesignatur direkt vorausentdeckt. Es ist ein Transitsystem, so wie das auf Requiem. Versuchen Sie darauf zuzugreifen. Ich will aber nicht so ein Transitsystem. Kann ich mit F den Zünder? Ich werde uns eine Route zum Erzeuger suchen. Setzen Sie mich ins System ein. Wieder die Zukunft der Welt und wir trans... Ach nee, da ist sowas. Ist das Geheimnis, welches du so gut vor mir verborgen hast? Diese hochentwickelte... Dienerin?
Didaktiker weiß, dass ich im System bin. Los! Portal! Ja, ich bin schneller als du, Cortana. Der Weg leitet einen Mensch. Und doch schafft sie es, mir zu entwischen. Kann nicht! Lass dich! Gegen den Didaktiker! Und mich helfen! Öffne noch ein Portal! Dann los! Was meine Prozesse machen. Die Stärker und Brett überschreiben ständig meine Prioritäten. Und der Didaktiker? Ich kann mich nicht viel länger vor ihm verstecken. Ich versuche, sie noch einmal zum Erzeuger zu bringen. Leg dich. Ihr euch auch. Wo bist du? Der Didaktiker verhüllt den Erzeuger vor mir. Ich soll das hier verteidigen? The moment he knew, he fucked up. Ach, nicht geht an Halo 1 und Halo 2. Wie soll mich das denn aufhalten? Das sind nur so ein paar Hundis. Im Ernst. Ich habe die lokalen Verteidigungstürme übernommen. Wo schießen die hin?
Hört das auch irgendwann mal auf. Meine armen Ohren! Mein Gott, Walter! Wie kommen wir dahin? Das Förderband am Ende der Rampe. Wenn wir den richtigen Zeitpunkt erwischen, bringt uns der Schwung durch die niedrige Schwerkraft. Haha, cool. Chief? Wenn der Sprengkopf erst scharf ist, haben wir nur sehr wenig Zeit, um von hier zu verschwinden. Ich weiß. Endlich stehst du vor mir. Da geschieht etwas. Unter dem Erzeuger baut sich ein Hyperraumereignis auf. Er fährt ihn hoch. Wann auch immer ich das Hologramm aus Versehen aufgesammelt habe. Der Didaktiker hat sich im Erzeuger verbarrikadiert. Der Sprengkopf nutzt uns rein gar nichts, wenn wir die Barriere nicht mitbrechen können. Suchen Sie ein Terminal für mich. Ich werde etwas tun, was Ihnen nicht gefallen wird. Was hast du da getan? Ich habe die vom Wahnsinn befallenen Teile meiner Persönlichkeit in die Schiffssysteme abgestoßen. Wenn ich das bei jedem dieser Strahlen mache, können diese Kopien die Abschirmung des Erzeugers durchbrechen. Okay. Machen. Reste. Schade. Häng fest! War das richtig so? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das war's. Alter, im Ernst. Die lämmsten Enemies ever, echt. Na toll.
bevor der Didaktiker Verstärkung schickt. Das war's. Es klappt. Und jetzt? Sobald die Abschirmung versagt, müssen wir den Sprengkopf schnellstens da reinbringen. Scheiße, scheiße. Oh oh. Möchte nicht draufdrücken, nicht? Ach so. Blöde kleine Made. Das macht am meisten Spaß.
Was jetzt? Alter, die arme Erde. Ich habe keine Zeit. Zerstören Sie Zeug. Hä? Dahin. Selbst nach deiner Niederlage bleibst du beharrlich. So sei es, Krieger. Stell dich deinem Schicksal. So fehlgeleitet. Die Einkerkerung der Menschheit ist ein Gefallen. Dein Mitleid für die Menschheit ist unangebracht. Ich tue das nicht für die Menschheit. Los! Steh auf! Was soll das denn jetzt auf einmal? Komm, steh auf! Hä? Och, komm, so, das ist echt überdramatisiert. Die, doch gar nichts ist ihm passiert. Ja, guck nochmal, wie die Erde zerstört wird. Warte nochmal ein bisschen. Das ist der Fernzünder von der Bombe gewesen. Ach so. Cortana. Cortana, hörst du mich? Cortana, bitte komm! Thank you.
Wie? Bin ich etwa das Seltsamste, was Sie heute sehen? Aber wenn wir hier sind... Es hat geklappt. Sie haben es geschafft. Wie jedes Mal. Wie kommen wir jetzt hier raus? Dieses Mal komme ich nicht mit. Was? Der Großteil von mir ist da unten. Der letzte Rest wird sie vom Schiff geleiten. Nein. So wird. Wir gehen zusammen. Es ist zu spät. Ich lasse dich hier nicht zurück. John. Darauf habe ich so lang gewartet. Mein Job war es, dich zu schützen. Wir sollten aufeinander aufpassen. Und das haben wir. Cortana, bitte. Warte. Willkommen daheim, John. Kann ich... Natürlich, Sir. Rühren, Chief. Fühlt sich komisch an, wenn Sie mich Sir nennen. Ist sie nicht schön? Ich krieg sie viel zu selten zu sehen. Ich bin auf New Harmony aufgewachsen, war auf der Korbulo Militärakademie und habe die Erde nie leibhaftig gesehen, bevor ich erwachsen war. Aber ich sehe sie als meine Heimat an. Sie reden nicht gern, oder? Chief, ich gebe nicht vor zu wissen, was Sie fühlen. Auch ich habe geliebte Menschen verloren, aber nie etwas Vergleichbares wie Sie erlebt.
Unsere Aufgabe als Soldaten ist der Schutz der Menschheit. Um jeden Preis. Sie sagen das, als wären Soldaten und die Menschheit zwei verschiedene Dinge. Soldaten sind keine Maschinen. Wir sind auch nur Menschen. Ich lasse sie dann mal allein. Das Gleiche hat sie mir auch mal gesagt. Das mit den Maschinen. Jede große Reise beginnt einem einzelnen Schritt. Also war das hier nur ein kleiner Schritt für... Ist das die Ausrede dafür, dass ihr ein schlechtes Spiel gemacht habt? Ich meine, es ist ja jetzt nicht abgrundtief schlecht, aber es ist halt bei weitem nicht so gut wie die Vorgänger. Auch wenn Teil 3 jetzt keine Bombe ist. Diese Stunde des Sieges trägt den bitteren Geschmack der Niederlage. Warum? Wir sind Blutsväter, Behüter von allem, was existiert. Die Wurzeln der Galaxie sind nur durch unsere behutsame Pflege so tief geschossen. Wo es Leben gibt, hat unser zahllose Generationen umfassendes Wissen den Boden genährt. Unsere Macht ist eine brennende Sonne, die alle Intelligenz aufblühen lässt. Und der undurchlässige Schutz, unter welchem sie gedeiht. Hier stehe ich nun. Der Sünde angeklagt, den Aufstieg der Blutsväter zu festigen. Zu versuchen, uns vor diesem Schicksal des erzwungenen Verblassens zu schützen. Die Menschheit stellt die größte Bedrohung für die Galaxie dar. Ihre Auslöschung abzulehnen ist ein närrischer Schachzug. Wir vergolden Äonen in der Dunkelheit, während sie unsere Erfolge beanspruchen. Die verantwortungsvolle Aufgabe über alle Dinge gehört den Blutsvätern allein. Denkt über meine Taten, was immer ihr wollt. Aber verleugnet nicht die Realität. Die Rückgewinnung hat bereits begonnen. Und wir können nichts dagegen tun. Ja, das war's. Ist ein Spiel, das kann man mal durchspielen. Aber das ist auch das einzige Mal. Es hat definitiv sehr schlechte Level. Und die Gegner sind auch super lahm. Das hat mich halt überhaupt nicht... Das Ding ist, die vorigen Teile leben von ihren Charakteren. Und jetzt hast du keine. Auf einmal neue, vier Jahre später. Und diese neuen Spartans sind erstmal ultra hässlich. Die Frau hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Wahrscheinlich im nächsten Teil, Teil 5, kommt die, glaube ich, vor. Da spielt man dann diese neuen Spartans. Ich hab das leider nie durchgespielt, weil, keine Ahnung. Vielleicht machen wir das noch, vor Infinity kommt, ja? Darauf hoffe ich ja viel. Ich habe das jetzt hier nur gespielt, damit wir die Story einfach nochmal zusammen bis Infinity nochmal weiterspielen. Leute, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt, ja? Ich hätte es nicht durchgespielt, wenn es jetzt so schlimm gewesen wäre, ja? Aber Spaß hatten wir. Teilte meine Meinung. Ich glaube, die ganze Halo-Community findet Halo 4 scheiße. Es fehlt einfach der Pep. Ja, man hat überhaupt keinen Draht zu den Marines und nichts, wie ihr gesehen habt. Sonst immer so, oh mein Gott, wir müssen sie retten und los, fahrt euch gegen und machen coole Sachen und keine Ahnung. Leute, bis dahin, haut rein. Ich wünsche euch was.